Hallo, mein Name ist Natascha Latunus von Lifestyle Shootings. Ich begrüße euch herzlich zu meinem Video und zwar geht es heute darum, wie man die Lippen etwas weicher zeichnen kann. Man hat ja manchmal das Problem, dass vielleicht manche Kunden oder Models nicht so schöne weiche Lippen haben. Die sehen ein bisschen rissig aus, die Struktur ist zu stark. Man möchte das Ganze einfach ein bisschen weicher gestalten und vielleicht auch einen schönen Glow noch ein bisschen auf die Lippen setzen. Wie das Ganze geht, zeige ich euch heute in diesem Video. Und zwar, bevor wir jetzt anfangen, müssen wir unsere Ebene hier einmal duplizieren. Solltet ihr davor schon andere Bearbeitungsschritte haben, weil ihr schon eine Hautretusche gemacht habt oder verflüssigt habt oder verschiedene Dinge eben, dann ist es hilfreich, ihr stellt einfach eine Sammelebene. Und zwar könnt ihr das mit dem Tastenkürzel Alt, Command, Shift und E. Dann fügt Photoshop eure ganzen eingeblendeten Ebenen, die ihr bisher gemacht habt, hier zusammen auf eine Ebene. In meinem Fall habe ich das jetzt nicht, deswegen muss ich das nicht machen, aber so als kleiner Tipp für euch. Ich habe das Bild jetzt verdoppelt und jetzt gehe ich her und ziehe erstmal hier das Rauschen ein bisschen raus. Sprich, das habe ich euch ja auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, wie man einen malerischen Look erstellt. Bei dem Bild wurde der malerische Look schon ganz leicht angewendet und so und die Lippen sind sehr weich. Ich habe das trotzdem gewählt für dieses Tutorial, weil wir werden die Lippen jetzt übertrieben weich zeichnen. Macht ja nichts aus, dann könnt ihr deutlicher sehen, was wir ändern. Zu Demonstrationszwecken ist es ja immer ganz gut. Deswegen werden wir jetzt auf dieser Ebene, die wir ja gerade verdoppelt haben, arbeiten und sagen einfach mal Filter. Dann gibt es der Rauschfilter, Rauschen reduzieren. Jetzt dauert es kurz. Dann öffnet sich dieses Fenster mit der kleinen Vorschau. Das kann manchmal ein bisschen dauern, bis sie zu sehen ist. Auf jeden Fall werden wir hier jetzt an diesen Reglern alle Regler nach links schieben, außer oben bei Stärke ganz nach rechts auf 10. Stärke muss auf 10 sein und die unteren Regler alle auf 0. Dann sagen wir, okay. So, jetzt seht ihr, das Bild ist ein bisschen ja, matschig, könnte man schon sagen, geworden. So sah es davor aus. Ihr seht, man sieht hier noch deutlich Strukturen auf der Haut. Achtet mal besonders auf die Lippen. Und durch das, dass wir das Rauschen rausgezogen haben, wird es einfach weich, malerisch. Ihr seht, die Lippen werden weicher. Das ist ja genau das, was wir nachher auf den Lippen haben wollen und das sieht schon mal gut aus. So. Die Ebene können wir dann benennen und zwar weich. Jetzt gehen wir her, duplizieren diese Ebene, dass wir die nochmal haben. Und nun fügen wir einen Glow hinzu. Und zwar, wir gehen her, sagen Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaussischer Weichzeichner. Und dann nehmen wir jetzt hier einen Wert von ungefähr so 60, 70, irgendwas zwischen, ja, ich habe jetzt 79,5, irgendwas zwischen 60 und 80 ist ganz gut, dass das Bild einfach so ein bisschen verschwimmt. Ja, ist vielleicht doch ein bisschen viel, ich glaube, ich gehe ein bisschen runter auf 60. Ja, so ungefähr. Also das Bild darf auf jeden Fall so verschwimmen, das ist okay und wir bestätigen das Ganze. So, und jetzt müssen wir den Ebenenmodus von dieser Ebene auf weiches Licht setzen. Und ihr seht, unser Bild ist wieder da. Aber wenn man die Ebene jetzt ein- und ausblendet, ihr seht, wie das Ganze ein Glow bekommen hat. Ja, so war es vorher. Und jetzt haben wir so einen schönen, hübschen Glow. Und die Ebene benennen wir jetzt auch Glow. Oder Glamour Glow, ne? So,
Und nun können wir den Glow natürlich auch noch steuern anhand von Farben, indem wir dem Glow und Shine Farben geben. Und zwar nehmen wir hier Farbton und Sättigung, die Einstellungsebene. Und dann kann man hier den Farbton verändern, wie ihr hier sehr gut sehen könnt. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir nehmen jetzt mal erstmal einen Farbton. Ja, gehen wir ein bisschen so ins Lilane. Jetzt haben wir ein Problem, das wirkt sich auf das komplette Gesamtbild aus. Was wir jetzt nicht haben wollen. Ja? Wir wollen, dass sich das nur auf diesen Glow auswirkt. Unsere Glow-Ebene ist ja direkt hier drunter, unter der Farbton- und Sättigungsebene. Das heißt, wir klicken die Farbton- und Sättigungsebene an. Die ist ja eh aktiv, weil wir gerade drauf gearbeitet haben. Sagen rechte Maustaste. Sagen hier Schnittmaske erstellen. Jetzt seht ihr diesen kleinen Pfeil hier unten, der wo auf die Ebene darunter zeigt. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Schnittmaske erstellt und dadurch wirkt sich jetzt diese Einstellungsebene nur auf die darunterliegende Ebene aus, also auf unseren Glow. Das heißt, wenn wir jetzt hier unseren Glow ausblenden, dann seht ihr, dass sich die Einstellungsebene hier automatisch auch mit ausgeblendet hat. Denn durch diesen Pfeil hängt die praktisch an unsere Glow-Ebene dran. Und wenn die dann ausgeblendet wird, dann wird die mit ausgeblendet. Und ihr seht, das wirkt sich wirklich nur auf den Glow aus. Jetzt gehen wir her. Diese drei Ebenen schieben wir jetzt in den Ordner. Das heißt, wir markieren die drei Ebenen oder in eine Gruppe auch, ziehen das hier runter auf diesen Ordner. Da haben wir hier eine Gruppe. Und das Ganze benennen wir jetzt Lippenweichen oder Lippenweicher, wie ihr wollt. Und jetzt könnt ihr nämlich hier den Ordner aufmachen und wir haben das schön hier ordentlich in dem Ordner drin und ihr könnt mit einem Klick den gesamten Ordner ausblenden. So ist unser vorheriges Bild und so ist das Ganze jetzt mit Glow. Und wir wollen natürlich diesen Effekt nicht auf das komplette Bild haben, sondern wir wollen es jetzt wirklich gezielt nur auf die Lippen haben. Das heißt, wir bleiben jetzt hier auf der Ordnerebene und legen da eine schwarze Maske an. Alt-Taste gedrückt halten und dann hier auf das Maskensymbol. Dann haben wir nämlich auf dem Ordner eine schwarze Maske. Und ihr seht, unser Effekt ist jetzt nirgends. Und jetzt können wir hergehen und einen Pinsel nehmen, einen weichen Pinsel mit weißer Vordergrundfarbe. Die Deckkraft sagen wir mal 50% und dann können wir den ganzen Effekt jetzt hier auf die Lippen aufmalen. Ich male jetzt absichtlich fast, also mehrmals drüber, sprich ist ja dann eigentlich wie 100%, einfach damit ihr es deutlich seht. Damit ich das euch deutlich demonstriert habe und ihr könnt es deutlich sehen. Das ist dann immer schöner, wenn man größere Werte nimmt. So. Wenn ich jetzt ein- und ausblende, achtet mal gezielt auf die Lippen. Ihr seht, so waren die Lippen vorher. Und so haben wir die Lippen praktisch weicher gemacht und gleichzeitig auch einen Glow drauf gemacht. Den Glow könnte man ausblenden. Und den Glow könnt ihr jetzt jederzeit noch verändern. Und zwar, wenn ihr hier auf die Farbton- und Sättigungsebene geht und zwar hier nochmal mit Doppelklick draufklickt, dann öffnet sich ja nochmal dieses Fenster und jetzt könnt ihr hergehen, achtet gerade auf die Lippen und gezielt diesen Glow der Lippen farblich verändern. Bisschen ins Kühlere gehen oder ins Warme. Ihr habt noch die Möglichkeit, die Sättigung anzupassen. Ich ziehe die jetzt ein bisschen hoch, die Sättigung. Dass man es nochmal mehr sieht. Jetzt seht ihr, wir haben hier ein bisschen Blaustich in unserem Glow. Ja, und so könnt ihr einfach einen farbigen Glow noch ein bisschen mit auf die Lippen setzen und sie werden weicher. Also beides im Gesamten sozusagen. Man hat noch die Möglichkeit, bei Färben ein Häkchen reinzumachen. Hier unten. Da wirken sich die Farbtöne nochmal anders aus. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen rumspielen, was euch so gefällt. Das mache ich eigentlich nicht anders. Ich spiele da auch immer rum. Aber ich lasse meistens das Häkchen bei Färben eigentlich raus,
da ich es dezenter haben möchte. Ah, jetzt ist es drin, machen wir es wieder raus. So. Genau. Das war das Ganze schön ordentlich zusammengepackt in einem Ordner. Und wir blenden nochmal aus. So sind unsere Lippen strukturierter, mit mehr Struktur, etwas rauer. Und so konnten wir das Ganze jetzt weicher gestalten und gleichzeitig noch einen schönen Glow auf den Lippen setzen, was ja immer super, super toll aussieht. Und wir haben eigentlich das erreicht, was wir wollten. Es ist gar nicht so schwer, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, dann klappt's. Und wie stark ihr natürlich das Ganze dann hier anwendet, das müsst ihr selber entscheiden. Ich habe es jetzt sehr extrem gemacht, also so stark würde ich es jetzt nicht machen, ein bisschen schwächer. Aber einfach, ihr habt jetzt die Möglichkeit gehabt, es hier deutlich zu sehen. Das war's schon. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr euch das Tutorial angeschaut habt und ich hoffe natürlich, ihr könntet wieder was lernen. Vielen Dank!